So und hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von Minecraft All the Mods. Nein, genau, im letzten Part haben wir hier bei den Quests ja, schon einiges freigeschalten, ihr seht schon. Und heute ist meine Mission Redstone und Obsidian zu holen und einen Flint und Steel zu craften, natürlich auch noch. Gar kein Problem. Deswegen würde ich auf jeden Fall ein Eisen mal mitnehmen, falls wir einen Flintenstiel machen müssen. Flint. Wie heißt das? Feuerzeug. Da kann man das auch anders machen. Steel-Ingot geht auch. Eisen oder Feuerstein. Genau, Feuersteine müssen wir dann finden. Macht es. Keine Ahnung. Auf jeden Fall machen wir dadurch eine Höhlentour. Wir gehen noch mal runter hier in die Höhle. Oh! Ja, gut, wir können uns eh nichts kaufen, aber. Aber gut zu wissen, dass der da ist. Also, wir wollen nämlich in die Höhle runter. Ich weiß gar nicht, wo die überhaupt noch mal war. War nicht irgendwo hier ein Eingang? Oder war der mehr da hinten? Ja, sonst weiß ich schon noch, wo es noch einen Eingang hat. Doch, hier hinten ist der Eingang. Redstone und Obsidian finden. Oder Lava. Also, Lava geht natürlich auch. Jetzt habe ich Holz dabei. Ja, ich habe Holz dabei. Okay, die machen gar keinen Schaden, die Creeper, sondern machen einfach nur so ein Feld. Oh, Luck. Unique Samurai Kit. Oder? Gem of the Samurai. So, also Lava wird es auf jeden Fall hier geben. Aber wir wollen weiter in die Höhle runter. Wo habe ich mich denn runtergegraben gehabt? Irgendwo hier drüben, ne? Ja. Hier war's. So, ich mache auf jeden Fall nochmal ein bisschen Kohle mit. Ist das normale Kohle? Ja. Normale Kohle, falls wir nochmal ein paar Fackeln brauchen werden. Und ich glaube schon, dass wir da welche brauchen werden. Katsching, was ist Katsching? Verliere zusätzliche Haltbarkeit durch brüchiges Material. Ja, danke dir. So. Keine Ahnung, wo das jetzt war, aber hier nicht. Aber gut. So. Hier waren wir ja, das ist ja Sandor. Ja, genau, hier war das. Und hier ist Wasser. Alter, hier sind ja richtig viele Gegner. Was ist denn hier los? Was machen die überhaupt? Slowness oder. Was ist das hier? Lead Ore. Steinkohle. Ja, ich würde sagen, mal nur. Bruder, was ist bei dir? Was bist du denn für einer? 25% Schnelligkeit ist aber besser wie die. Oh ja. Oh yeah. So, ein Bogen auch hat er gedroppt. Okay, aber ich wollte gerade sagen, das Eisen will ich eigentlich mitnehmen. Und dann krache ich erstmal 3 Kilometer runter. Andesit. Wenn, dann brauche ich Sand. Was ist Sand?
Da, wo man es Flint rausbekommt halt. Was ist das? Thorium, Magnetite, Silver. Ja gut, wir gehen jetzt einfach mal wo runter. Oh, das sieht geil aus. Was kann man da draus machen? Nix. Dann lasse ich's. Das erste hier. Ein Leitstein. Ein Spinnenspawner. Oh, Creeper. Obsidian. Da haben wir unser Obsidian. Leine wollen wir nicht. Name Tag brauche ich auch nicht. Das brauche ich auch nicht. Einfach Creeper Spawn Eier. Aus einem Lapis. Auch mitnehmen. Wichtig. Digga, die krabbeln hier so räudig rum, die. Eisen? Ja, es gibt wieder eine kleine Höhlentour heute halt, ne? Also, da kann ich halt jetzt. Wir wollten ja auf jeden Fall einfach die Quests da weitermachen. Ja, ich habe jetzt ein Herz mal gegessen, um zu testen jetzt einfach. Und ja, die heilen nur, wenn man sie nicht. Feine Seide. Okay, jetzt erstmal nichts Wichtiges. Das heißt, ich lasse es hier. Ich brauche halt auch dringend mal ein Backpack. Jetzt ist da wieder eine Truhe. Wenn da jetzt wieder neue Sachen drin sind, dann wird es langsam ein bisschen eng mit Inventarplatz. Ja. Das Eisen kann ich so mitnehmen. Amboss würde ich auch gerne mitnehmen. Wie macht man denn so einen Leitstein? Ich meine, Bogenboy jetzt erstmal nicht. Ich meine, den kann ich auch selber craften. Das will ich mitnehmen, Knochenbräu nicht, Grabstaubbräu nicht, wir nehmen lieber die Dias mit und was haben wir hier? Ey! Ja, die Creeper-Eier, will ich die halt behalten? Ich meine, die bringen halt wirklich nichts. Weg. Noch mehr Gems. Hier steht aber Socked 1. Da, damit auf diesen Spiritual Orbs kann man irgendwie gar nichts machen. Ja gut, dann nehmen wir einfach mal so beide Bücher mit, keine Ahnung. Aber eigentlich wollten wir ja noch Redstone finden. Aber die Höhle ist wieder so riesig. Gut, da ist so Ramsch drin. Die Höhle ist wieder so gigantisch groß, dass ich wirklich gar nichts finde. Also es gibt doch so viele verschiedene Ressourcen, dass es einfach schwieriger ist, das, was man halt braucht, auch zu finden. Aber das Problem ist ja altbekannt, wenn man einen. Okay, aber das Schwert geht auch bald kaputt. Nickel. Noch ein Spawner. Also von diesen Spawnern droppen echt viele. Also sind. Nee, nicht droppen. Und, sondern kommen sehr, sehr viele. Junge, wieso sind sie alle so HP? Ich habe 30 Level bereits, weil wir so viele. Entschuldigung. Weil wir schon so viel gemacht haben. Ja, okay, Digi. Was ist das denn? Nochmal so ein Orb. Ja, aber die Frage ist: Brauchen wir die Orbs so dringend? Wenn die überall immer spawnen, dann sind die gar nicht so wertvoll, oder? Osmium-Schwert.
8 Schaden macht es. Da will ich eigentlich schon mitnehmen. Ich glaube, das ist ja auch ein Mechanismus, oder was das da war. Das heißt, man sollte es eigentlich reparieren können. Noch so ein Helm. Magic Damage Taken is reduced by 10. Sock this ignores 5% Durability. Ist auch nicht schlecht, will ich euch auch mitnehmen. Schleimbälle will ich auch mitnehmen. Gut, den Direktheil. Ja gut, dann weg mit dem. Die Schleimbälle will man auf jeden Fall haben. Das Gold kann ich mitnehmen. Und die Emeralds will ich eigentlich auch noch. Ja, dann weg mit diesen Reliktieren erstmal. Wir brauchen echt mal ein Backpack. Ich muss gleich mal gucken, wie man denn so einen craftet. Ist das Redstone? Redstone-Erz. Wichtig. So, was kommt weg? Quick. So, weil jetzt haben wir hier einmal Redstone. Ja, gut, das eine Quarz. Das zweite. Obwohl, wie viel Quarz ist es? Ja, weg mit der alten Pickaxe halt. 3 Quarz. Behalten den Scheiß. So, warte mal. Jetzt will ich mich erstmal kurz einbauen, weil ich gerne nachgucken will, wie man einen Rucksack macht. So, wir haben ja noch mehr freigeschaltet, oder nicht? Irgendwie. Leder, Spinnenaugen, ja, gut. Das ist mir alles egal. So, einen Rucksack. Hier. Leder und eine Truhe oder... Ja, Truhen braucht man. Eine Truhe... Wolle haben wir sogar. Und die macht man aus Glas. Also wenn wir das nächste Mal Base gehen, können wir die eigentlich relativ günstig machen. Ja, okay, Junge. Wie viele von euch gibt es denn hier unten? Ja gut, ich renne jetzt mal ein bisschen durch. Guck, ob wir noch irgendwas Wertvolles finden. Was bist du denn für einer? Hast du eine Schriftrolle gedroppt? Ah, also die Höhlen sind so groß. Aber egal, wir haben jetzt alles, was wir brauchen. Das leisten wir ihm / Home ein. Genau, und können in die Base und schlafen. Nee, wir gehen dann nachher noch mal runter, wenn wir mehr Platz haben. Rucksack, was auch immer. Wir haben wieder so viel Zeug gefunden. Schaut euch das an. So, da haben wir schon mal ein bisschen Platz. Ja, gleich 6 Truhen noch mal. Auch Erdblöcke? Nein. Erde. Ja, wir machen nachher auch gescheite Truhenlager. Aber erstmal fetzen wir da mal alles rein, was wir auf jeden Fall gefunden haben. So, den möchte ich gerne mitnehmen. Ah, wir haben aber keinen Flint gefunden. Wir haben keinen Flint für Flintenstiel gefunden. So, jetzt will ich aber gucken, ist der besser wie der? Ja, deutlich besser. Nice. Der Ender. Können wir dann auch gleich benutzen, die neue Waffe. Okay. Also erstmal können wir den... Das Zeug, was wir haben, mit dem Copperhammer hier braten. Das haben wir im letzten Part noch gemacht. Entschuldigung. So, da bin ich wieder. To the Nether, 15%. Ah ja, das steht jetzt sogar da drüben, oder was? Oder habe ich das irgendwie markt? Ah ja. Wie kann ich das endmarken? Ah, hier. Aber ich ping das sogar. Dann vergessen wir es nicht.
Wo muss man hier Goldblöcke verwenden oder ist das nur Deko? Obsidian. Obsidian used to create a portal. Okay. Ja, also Obsidian reicht auf jeden Fall nicht. Wir brauchen auf jeden Fall mehr. Aber wir wollen jetzt erstmal so einen Rucksack machen. Aber es gibt hier verschiedene Rucksäcke. Einmal die und einmal die hier unten. Also wir brauchen auf jeden Fall Gold, eine Chest und ein Bett. So ein Schlafsackbett. So, meine Frage ist, können wir das überhaupt machen? Wir haben zwar Wolle, aber geht das nur mit orangener Wolle? Nein. Nope. Ich glaube nicht, weil man braucht hier... immer eine weiße Wolle. Kann man die irgendwie weiß machen? Weiße Wolle. Kann man irgendwie eine farbige Wolle weiß machen? Ja, mit weißem Farbstoff. Das heißt aus Knochen. Geht das auch in Vanilla? Kann ich das denn auch in Vanilla machen? Das müsste man mal in die Kommentare schreiben, weil das würde mich jetzt sehr, sehr interessieren. Muss ich sagen. So. Gut. Das heißt, das haben wir schon mal. Glas. Brauchen wir Sand. Das haben wir nicht. Wir haben kein... Wo ist mein Essen? Hier. Leder brauchen wir auch noch. Also brauchen wir noch Glas und Leder, ne? Backpack. Es gibt auch noch so Satchels, gibt's auch noch. Aber wir wollen jetzt erstmal den hier machen. Und ich sehe schon viermal Leder. Also fehlt uns noch drei Leder. Und einmal Glas. Bei Eisen und sowas, das haben wir ja alles. So, Sand gibt's wo? Da unten. Ja, unser Schwert geht echt bald kaputt. Das ist halt blöd. Verlieren wir auch alle Stats. Sehr schade. So, jetzt hoffen wir mal, dass hier keine Hai hockt oder sowas. Aber das wäre natürlich... Da ist Kies! Oh, so ein Flint and Steel. Für den Flint and Steel brauche ich ja noch den Kies. So, aber jetzt erstmal den Sand. Den wir brauchen. Und jetzt hoffe ich, dass ich nachher hier auch noch irgendwo Dinge finde. Irgendwie Leder. Schafe. Heißer Keramik. Gar nicht random. Ach, dass die sollen so sein. Die sollen so sein. Yes, Kies. Auch gut. Ja, da haben wir einen Flint. Ich nehme aber trotzdem mal ein bisschen mehr mit. Dann machen wir gleich einen Flinten-Stil. Was ist das für eine Scheiße? Und wir haben Sand, das heißt, wir können Glas machen, wir haben Eisen. Ja gut, ich glaube, wir können alles machen mit dem, was wir jetzt haben. Das ist geil. Salz. Enter the Nether. Ne, aber da haben wir schon mal das Flintenstil. Und da müssen wir dann noch bei Zeit das restliche Obsidian holen. Weil wir haben ja gar keine Lavaquelle unten gefunden, nur so eine kleine. Ah, die Melonen, die haben wir schon. Die habe ich schon mal mitgenommen. Gehabt. Die sind jetzt nicht das Problem. So. Zack. Ich finde es auch sehr, sehr schön. Was ich mich auch mal frage, was ihr eigentlich von den neuen Minecraft-Updates haltet. Also von
dem so ab 1, 10 und neuer. Ja, weil ab 1.8, also ab 1.9 wird das PvP-System ja geändert. Und ja, dann ging halt für mich Minecraft auch ein bisschen den Bach runter, was halt Online-Spielen angeht. Was aber auf den meisten Servern ja jetzt nicht so ist. Also ich habe jetzt auf Hypixel immer gespielt. Aber ich muss jetzt doch mal so ein paar Kühe umlegen. Ich brauche ja Leder. Aber leider keine andere Kuh mehr. Ja, Leder, ne? Leder habe ich noch nicht gefunden. Alles andere haben wir. Es fehlt nur noch das Leder. Ein Pferd will ich auch nehmen. Ja, schon wieder Bienen, aber. Ja, Leder ist immer so das Problem, da irgendwie an was ranzukommen, ne? Oh, da ist schon was gewachsen. Aber warum wächst der Kürbis in die falsche Richtung? Der dumme Affe, egal. Tomaten. Eine Melone. Kann ich die Tomaten einfach wieder anpflanzen? Nein, kann ich daraus Kern machen? Ja. Dann pflanzen wir die lieber wieder an, damit unser Beet mal voll wird. So, Eisen. Flint and Steel. Gut, dann Sand schmelzen. Ja, wegen den Minecraft-Versionen. Ich finde halt, ja, es gibt schon Updates, aber ich finde, es dauert schon immer länger, sage ich mal. Aber ich finde auch, Minecraft braucht jetzt auch nicht zwingend unbedingt meine Updates, weil ich meine, guck mal, wie groß die Mod-Community allein ist. Ich meine, das ist halt allein schon geistesgestört, was die Community einfach aufbaut, finde ich. Mathe, das ist dumm. Wo ist denn das ganze doch Kupferbarren. Und Stöcke. Aber dann machen wir noch mal kurz so ein Kupferhammer. Und dann schmelzen wir das Gold gleich noch mal. So. Ja, irgendwann müssen wir mal die Truhen sortieren. Wir brauchen auch mal ein Haus. Ich habe immer noch gar kein Haus. Wir haben einfach gar nichts. Warte mal. Ich habe mehr Max-HP. Oder? Funktioniert es doch mit den Herzen einfach so zu essen? Oder ist es irgendein Rüstungsteil? Ah, 4 maximale Gesundheit. Den jetzt ausziehe. Ja gut, die gehen natürlich nicht einfach so weg. So, wie war das irgendwie? Nee, genau umgekehrt. Ne? Und dann Glas so. Und dafür brauchen wir 2. Glas so. So, es fehlt uns eigentlich nur noch das Leder, ne? Oh, man kann aus Rotten Flesh kann man Leder herstellen. Ein Leder haben wir. Habe ich hoffentlich sehr viel Rotten Flesh, um Leder herzustellen. Nee, sag mir jetzt nicht, dass es so wenig fehlt. Nein. Bitte sag mir das jetzt nicht. Nee, hier ist noch 3. Ich habe ja 4 Leder. Ich bin blind. Ja, schlafen wir schnell. So, sagen den Rucksack, den craften wir noch. Und dann muss ich leider die Folge auch schon wieder beenden, ne? Ne, eine Truhe und ein Goldbarren fehlt. Ja gut, den Goldbarren kriege ich ja hier. Und eine Truhe. Ich habe eigentlich einen mobilen Crafting-Table, benutze ihn aber nicht.
Habe ich hier. Nein. Ich glaube, ich muss den gesneakt abbauen. Nee. Wie ziehe ich denn den an? Man kann den auf jeden Fall anziehen. Ah, so. Und wie öffne ich den jetzt? Nee, das sind B's Waypoint. Option, Steuerung, Tastenbelebung. Back. Open Backpack. Nochmal auf Komma. Ja, okay, dann ist es anscheinend nicht der Backpack. Rucksack. Öffnen B. Aber irgendwas anderes ist auch auf B. Und deswegen geht's nicht. Steuerung B. Irgendwas anderes ist auf B. Da. Ja, weißt du was? Wir nehmen einfach Rucksack und tun das einfach auf Komma schalten beide und dann... Ja. Okay, jetzt haben wir auf Komma, haben wir den Rucksack und da können wir jetzt die Sachen... Wir haben ja auch ein Crafting Table, wie du siehst hier. Wir können auch einen Eimer Wasser mitnehmen und so weiter. Wir können jetzt hier die Sachen reinlegen. Und hier können wir jetzt können wir halt deutlich effizienter und vor allem auch viel, viel einfacher farmen gehen. Und dies werden wir vielleicht in der nächsten Folge machen oder wir werden mal mit dem Hausbau beginnen. Irgendwas müssen wir auf jeden Fall tun. Heute war wieder eine ja, entspannte Folge. Also allgemein, dieses Wochenende war sehr entspannt. Ich hoffe, euch gefallen solche Folgen aber auch. Weil es muss ja nicht immer, ne, bam, bam, bam sein. Es kann auch mal entspannt sein, finde ich. Schaltet gerne beim nächsten Mal aber wieder ein, wenn es vielleicht ein bisschen spannender wird. Und damit, ciao, ciao.